Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einer weiteren Episode ungeschnitten Minecraft Survival Games auf dem HiveMC.com Server. Heute mit neuer IP, glaube ich, play.hivemc.com. Und gut, dass der Silent Hub so wunderbar funktioniert, denn, so. Ich will mich ein bisschen sputen. Wir haben jetzt schon Sonntag, Viertel vor vier, und in zwei Stunden muss die Folge online sein. Das heißt, wir müssen ein bisschen sputen, jetzt ein bisschen schneller reden und so. Alles ein bisschen schneller machen als sonst. Hier eine neue SG-Lobby gefällt mir gar nicht, weil... Oh, die hat schon offen, die neue Dingens, die neuen Boards. Weil hier alles sich viel mehr staut jetzt und, Stauen ist nicht so gut. Catching Fire? Haben wir eine neue Map oder so? Gut, dass ich so gut Bescheid weiß. Ich glaube, wir haben eine neue Map oder so. Ja, Catching Fire. Okay, spielen wir mal die neue Map. Die ich zum allerersten Mal jetzt spielen werde. Wahrscheinlich angelegt an dem neuen Kinofilm Catching Fire. Also hier Hunger Games. Würde ich mal wahrscheinlich so behaupten. Ich bin mal gespannt. Ich kenne die Map gar nicht, noch null. Aber lustigerweise habe ich genau heute Morgen, als ich aufgestanden bin... Ach nein, Megrasucht, ich gehe sofort mal wieder raus. Egal. Ich habe sofort gedacht... heute beim Aufstehen so bestimmt ist eine Map draußen. Keine Ahnung warum. Und ich gehe wirklich jetzt mal raus, weil ich keinen Bock habe auf diesen Auflauf. Weil wir haben jetzt gerade Primetime so. Und ihr wisst ja, wie es letztes Mal abgelaufen ist mit den ganzen Leuten und so. Es ist nicht schön. Gefällt mir nicht. Ich möchte ganz gerne eine anständige Runde hier jetzt haben. Gerade mit der neuen Map. Catching Fire. Und egal, dann machen wir halt eine längere Folge heute. Auch wenn das dann heißt, dass die Folge vielleicht ein bisschen später online kommen wird. Also wenn ihr jetzt das Ganze seht um halb sieben oder so, dann wisst ihr, okay... Die Folge kam später, weil zu spät aufgenommen. Ja, weil ich zu voll war mal wieder. Ich bin extra in den Sign-Up gegangen eben, damit hier keiner reinkommt, aber irgendwie haben sie trotzdem alle den Weg gefunden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall. Noch 20 Sekunden, dann geht's los mit Catching Fire. Ja, neue Map ist immer das Problem. Man weiß so wirklich nichts, aber es ist auch das Schöne daran, wenn man so... Es ist immer cool irgendwie. Damals, als Fire Games noch neu war oder damals, als Dragon Valley neu war und Futuristic City und so, das sind immer tolle Momente, wenn man zum allerersten Mal so eine Map anguckt. Oh Gott, Wasser. Okay, ich habe jetzt schon keinen Bock auf diese Map. Und sehr viel Wald. Sehr, sehr viel Wald. Und ich laufe einfach mal, prinzipiell immer gut der Sonne entgegenzulaufen. Habe ich so gelernt, immer Richtung Sonne ist eigentlich meine ganz normale Route. Wo drauf stehe ich denn hier? Achso, auf dem Eisenblock. Und hier ist irgendwie das... Ender-Chest als Truhen? Ich glaube, das kommt noch, oder? Ja, genau. Perfekt. Ich wollte schon gerade sagen. Ah, Double-Stack? Okay, doch kein Double-Stack-Truhen. Ja, alles ein bisschen buggy hier gerade anscheinend. Ich bin mal gespannt. Also, die sieht mir sehr nach sehr, sehr viel... Nee, komm, wisst ihr was? Ich laufe einfach mal hinten raus. Ich sehe ja schon zwei Truhen. Da, ich sehe sogar schon drei Truhen. Wer bietet mehr? Vier Truhen? Nein, drei Truhen. Sehe ich. Ich laufe einfach mal hinten raus. Ja, Catching Fire, ne? Viel Spaß dabei. Ich laufe nicht so. Okay. Geil, wie ich nicht springen kann. Warum kann ich denn nicht springen? TikTok, also irgendwas tickelt hier. Hoffentlich nicht. Okay, ich sage jetzt lieber nicht, was ich sagen wollte. Oh Gott, wie ich alles nicht aufbekomme. Aber schon mal ein Schwert. Das ist schon mal halbe Miete hier. Schon mal eine Hose. Hätte man vielleicht noch dieses Dingens mitnehmen können. Oh, Steinschwert. Wunderbar. Auf die 1. Perfekt. Geil, wie ich... Hier ist eine Hose. Okay, so nochmal Hose und Schuhe. Ja. Truhen sind schon relativ gut. Und hier ist einer, der hat schon mal einen Harnisch für mich. Dankeschön. Es ist noch einer, der hat kein... Aua, stirbt doch. Psst. Dankeschön. Aua, nein, nein, nein. Oh Mann. Da kam noch einer von hinten an. Da kam ja jetzt gerade drei, okay. Macht nichts. Aber die Routen, also die Route war gerade ziemlich gut. Das war, glaube ich, entgegengesetzt von der Sonne. Aber irgendwie kam hier sofort, drei, vier Leute auf mich zu. Da konnte, hab dann zwei erledigt, den dritten aber hatte ich keine Chance mehr mit einem Herzen. Hatte schon Angel von hinten, habe ich gehört. War nicht so gut. Aber, es ist halt so, wenn man eine neue Map spielt, da muss man erst wieder lernen. Das ist das Schöne daran. Catching Fire gewinnt mal wieder. Machen wir heute eine kurze Catching Fire Runde, denn, ich habe eh nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, weil ich noch hochladen muss. Und wenn ich früh sterbe, kommt mir das ein bisschen zugute heute zumindest. Da ist die Sonne, da laufe ich wieder lang, da hinten raus. Das war eine... Okay, das ist schon der erste Schwamm. Schwamm bedeutet Tier 1, also das heißt eine ganz normale Truhe. Vielleicht können wir hier schon ein paar Tier 2s sogar looten, wenn wir hier irgendwo Ender-Chests sehen hinten drin. Aber es ist schwer, Ender-Chests zu finden, ne? Also keine
hier Zeus gerade. Da ist noch ein Schwamm. Ab 30 verändern die sich. Da kann man wirklich noch ein bisschen gucken. Da unten ist auch eine Truhe gleich. Perfekt. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Entweder verschwindet die oder da kommt eine Truhe hin. Da kommt eine Truhe hin. Perfekt. Da auch. Ja, wir laufen wieder hinten raus. Ja. Übrigens, ich bin noch gerne gespannt auf weitere Fragen von euch irgendwie. Ich würde dann ganz gerne in der nächsten Folge dann ein paar Fragen schon mal anfangen zu beantworten. Deswegen könnt ihr gerne noch ein paar mehr Fragen stellen, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt. Ich beantworte wieder Fragen, so mal eine Fragerunde über alles mögliche privates Zeugs und hier und da und sowieso und ja, wie ich die Hose nicht bekomme, wunderbar. Wie ich hier nicht hochkomme, fängt schon mal gut an, wie ich kein Schwert bekomme. War eben besser, aber weißt du, dann kommen dann 5 Typen von hinten. Hier ist gerade niemand hinter mir. Geil. Etwas zu essen ist schon mal gut. Aber, oh, da ist die Axt, die nehme ich ganz gerne mal mit. So. Da ist ein Schwert. Gut. Gerade ist noch alles safe hinter mir. Da ist der Harnisch, den ich so bitter nötig gebraucht hätte eben. So, ist noch ein Harnisch. Packen wir das mal auf die 1. Na, okay, jetzt nehme ich hier wirklich... Aber gerade spontan gefällt die mir sehr gut. Also zumindest sind hier ultra viele Truhen gerade unterwegs. Jetzt mal kurz ein bisschen sortieren. Habe ich schon einen Kopf an? Ja. Ich habe wieder einen Kommentar gelesen von einem Typen. Oh, Tier zu. Geil. Ups. Von einem Typen, der sich wieder darüber ausgelassen hat, wie sehr ich doch... Alter, wieder... Wo ist er hin? Da ist er hin. Ja, du schlag mich mal. Habt ihr das gerade gesehen? Und warum... Blitzt es gerade? Ich verstehe die Map nicht, ganz ehrlich, aber der hat... Habt ihr gerade gesehen, aus was für einer Range ich einen Schlag bekommen habe? Irgendwas stimmt da doch gerade nicht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwas war da gerade sehr merkwürdig. Okay, es ist... Hier, komm. Es ist keine gute Runde heute. Oh Gott, wie viele hier drin sind, ne? Oh Mann, ey. Ja, wir machen vielleicht mal ein paar Runden mehr heute. Je nachdem, wir machen nur noch eine Catching-Fire-Runde, vielleicht mit 4 oder 5 Runden. Weil gerade läuft es nicht allzu gut. Aber man muss halt auch ein bisschen... Ich erstmal hier... Ne? Ein bisschen erstmal auskennen mit den Truhen, mit den Routen. Und da hinten war irgendwie Ende. Kann das sein? Da hinten war eben, habe ich irgendeine Erhöhung gesehen. Ich glaube, da hinten war sogar schon Ende. Ist die Map nur... quasi nur der Dschungel hier. Und was waren die Blitze? Was hat das alles zu bedeuten? Keine Ahnung. Aber die Route an sich fand ich ganz gut, nur der Typ hatte gerade irgendwie... Ich bin mir nicht sicher. Ich will nichts unterstellen, aber irgendwie habe ich da so Hits bekommen, die waren nicht ganz normal. Entweder habe ich ein bisschen geleckt oder er hat geleckt und ich habe dann einfach so... Ich weiß es nicht, aber ich... ich fand es gerade nicht so in Ordnung. Egal. Wir machen hier eine neue Map. Erstmal kennenlernen und so. Das heißt dann heute Abend mit Enno schön spielen, weil Enno weiß immer schon ein bisschen mehr als ich. Das heißt, er wird dann schon wissen, wo die Tizus sind und so. Okay, ich weiß ja auch, wo eine ist, ne? Ist ja ziemlich geil jetzt gerade. Ah, schon mal Steinschwert. Was mache ich denn hier? Eins und das anziehen. Dann werfe ich es raus. Wie viel Zeit ich gerade verliere, nur weil ich nicht so recht... Mein Kopf kann nicht umsetzen, was ich gerade denke. Ich denke irgendwie dann so zu... Okay, ne? Und so. Ja, nimm doch, Alter, wie ich die Truhe nicht bekomme. Ja, ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen nervös gerade bei der neuen Map, weil ich irgendwie auch gucken muss, dass ich das... Alter, wollt ihr mich jetzt gerade echt verarschen? Ich bekomme mir nichts raus. Ich bin zu hektisch gerade. Habe ich was gehört von dem? Ja, der hat eine gute... Oh, da auch schön in der Enge, in der Bedrängnis. Gut, aber schon mal ein Eisenbarren. Also noch ganz kurz. Ganz kurz. Aus Sam Place. Den kenne ich, glaube ich. Der ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen weg. Wie viele Leute hier aber auch ankommen immer, ne? Das ist irgendwie auch, Aber es ist nur das hier, oder? Alter, hört auf mit den Blitzen. Kurz was essen? Alter, ich möchte essen! So. Was ist denn das? Was sind die ganzen Blitze denn hier? Ach Mann, warum ist die Map so klein? Ich verstehe es gerade alles nicht. Sind wir auf dem Hive überhaupt?
Neue IP heißt gleich nicht mehr Hive, oder ich bin wahrscheinlich auf dem falschen Hive. Der leckt hier ein bisschen rum. Alter. Ja, natürlich! Alter. Okay, der Server leckt anscheinend ein bisschen. Deswegen war auch gerade hier irgendwie... Habe ich eben so einen Hit bekommen von dem anderen Typen. Ich bekomme gerade nichts mehr. Alter, ich bin... Was sind die Blitze? Ich gehe mal kurz zum Spawn. Ich will wissen, was die ganzen Blitze zu bedeuten haben. Wir sind schon auf dem Hive, oder? Also irgendwie habe ich gedacht, wir sind nicht auf dem Hive, weil irgendwas ist hier anders. Irgendwas gefällt mir gerade nicht spontan. Und wo blitzt es denn? Es sind ja aufgehört, die Blitze. Kommen die etwa, wenn man zu weit weg ist oder so? Am Anfang kommt diese Meldung, TikTok heißt die, ne? Was heißt denn das TikTok? Keine Ahnung, vielleicht Kesha ist da oder so. Aber irgendwas hat das doch zu bedeuten. Jetzt gehe ich wieder weg. Ich gehe jetzt mal vom Spawn. Ihr müsst erstmal ein bisschen... Weißt du, ich kenne die Map. Ihr kennt sie jetzt schon alle mittlerweile. Aber ich kenne sie halt noch gar nicht. Deswegen, gehe ich mal kurz vom Spawn wieder weg. Und schaue mal, ob ich hier vielleicht dann wieder die Blitze bekomme. Nee. Aber was macht denn... Was macht denn dann die Blitze? Hallo? Der leckt auch irgendwo drin, aber nur nicht da irgendwie, ne? Ja, bekomm mal Fallschaden hier. Und noch ein Eisenbarren. Zwei Diamanten, kann das sein? Hinter mir ist noch einer. Aber wir haben voll live. Wir haben zwei Diamanten und zwei Eisenbarren. Geil. Jo. Okay, das passt schon mal. Ist am Spawn eine Werkbank? Haben wir Stickies? Wir haben weder Stickies. Haben wir Stickies? Nein, aber nicht. Lagen da noch Stickies? Na, schade drum. Ein Diaschwert wäre schon ganz geil eigentlich, ne? Lebt der Sam Place noch? Oh Gott, ich glaube, es ist ein Dreier-Team. Ich glaube, ich kenne die. Sam Place und der Ego-Trip, die sagen mir was. Die Kombination sagt mir was. Egal. Ist halt heute so, ne? Heute. Aber die Map ist nur so klein. Finde ich irgendwie auch ganz geil gerade. Ist doch kein Dreier-Team, aber ich gehe lieber auf den Sam drauf. Wo ist der denn hin, der Sam? Ach, das ist der Egoist. Ach, der Ego. Nee, Ego-Trip. Wo ist denn der andere? Okay, wir haben erstmal Ruhe. Erstmal schön hier aufs Deathmatch vorbereiten. Ja, heute dann eine Runde mit wenig Gelaber, also wenig Gesprächsthemen. Einfach nur, ich muss die neue Map ein bisschen kennenlernen. Warte, was zu essen bräuchte ich mal. Ich habe irgendwie Zeit, glaube ich. Keine Ahnung warum. Aber irgendwie habe ich Zeit gerade. Ich lass die mal machen. Es ist schön, wenn man einfach stehen kann, ohne was zu machen. Hallo. Hallo. Ja, ja. Ich gehe mal auf den Sam drauf, den Typen da. Der ist nämlich relativ gut, glaube ich. Oh, geil, dass du mich da mal so voll weit nach vorne schubst. Boah, was geht denn hier ab gerade? Komm, den... Alter, wups, weg! Der hat mich wieder... Guck mal, der andere war gar nicht da, aber der hat mich wieder aus einer krassen Range geschlagen. Das kann doch nicht sein. Ja, klar. Ups. Wo ist der andere Typ? Da ist der andere. Oh Gott. Oh gut, dass der mich nach vorne gepullt hat. Ganz kurz. Nein, ich bin freundlich! Alter, du... Weißt du, eben, hallo, wir machen ein Team. Aber ich kann ja damit umgehen, ich kann mich ja schon umdrehen. Und dass der mich trifft, ist ja alles gar kein Problem. Oh, jetzt war vielleicht ein bisschen scheiße gerade. Kann man nochmal umdrehen. Hallo. Und nochmal da langlaufen. So. Ja, ja, triffst mich eh nicht. Und umdrehen, ups. Kurz einen abbekommen. Wir können bald nicht mehr raggen. Da kommt der andere auch schon an. Aufpassen. Kommen zwei Leute an gerade. Ja, geil. Habe ich jetzt... Wo ist der Kuchen? Lag hier noch irgendwo der Kuchen? Da hinten liegt der Kuchen. Ich kann auch so was essen, ne, wenn ich möchte. Ich habe hier alle Zeit der Welt. Gerade im Deathmatch. Erstmal raggen. Habe ich eigentlich Pfeile? Ja, vier Stück. So, aber keiner stirbt irgendwie, ne? Ich will mir das gerade mal so ein bisschen angucken, weil das ist so eine Arena, die ich selten erlebt habe, sowas.
wenn alle wirklich gegen alle spielen und wirklich auch gegen alle kämpfen. So, dann gehe ich mal auf den da drauf. Ja, Kuchen kannst du nicht essen, my friends. Jetzt legge ich ein bisschen rum. Muss auch sein. Jetzt aber. Jetzt schütt einer. Den ersten habe ich mir gesnackt. Und der andere den gesnackt. Ah, ich war das gar nicht. Komm schon, flieg runter. Geil. Ja, ja, komm. Jetzt kann ich mal schön mit meinen Pfeilen ein bisschen spammen. Oh, oder nicht. Komm her. Warten, bis er gerade ausläuft. Ihm dann eine mitgeben. Nee, der macht das schon ganz gut gerade. Ich drehe mal wieder um. Und wreck erstmal ein bisschen. Ja, da liegt noch ein Kuchen irgendwo. Heißt trotzdem, ich kann erstmal in Ruhe weglaufen. Zumindest kann ich es versuchen. So. Ich würde sagen, 7 Lebenspunkte. Geil. Wenn ich auf 7 Punkte kommen würde, wäre das schon ganz gut. Aber irgendwie verliere ich gerade immer mehr Leben. Liegen sogar 2 Kuchen gerade parat. Oh, das war nicht so gut. Aber hier kann ich einen Kuchen essen. Ohne Schwert in der Hand ist ja ganz gut. So. Kuchen kurz essen. Einmal kurz umdrehen. Oh, das war ganz knapp. Ja, okay. Da habe ich dann ein bisschen verkackt gerade. Ja, die waren alle relativ gut drauf, die Typen. 16.000 Punkte, 24.000 Punkte. Aber ich habe mich gerade auch nicht gut angestellt gegen den Typen irgendwie. Ich habe dann beim Weglaufen, Türke. Ich habe dann beim Weglaufen, habe ich doch den einen oder anderen Schlag noch mitbekommen. Hätte man anders lösen können. Ich glaube, da... Ach, Teddybär Blue, ich gehe mal sofort wieder raus. Ah! So. Wir machen noch eine Runde heute hinten dran. Wir machen heute 4 Runden. Einfach, weil wir heute wahrscheinlich eh Catching... Oh, wir machen Survival Games 7. Ist auch in Ordnung. Machen wir auch Survival Games 7 noch zum Abschluss. Um ein bisschen... Aber dieser Tarska-Game, den kenne ich auch irgendwoher, ne? Ja, Deathmatch gerade war nicht... War schon ein cooles Deathmatch irgendwie. Ich konnte mich aber nie nach oben raggen irgendwie. Und der letzte Typ, der war irgendwie ganz gut. Also, obwohl er irgendwie als... So aus meinem Auge irgendwie als schwächster Gegner, mehr so... Ich weiß nicht, weil er am Anfang irgendwie auch nur rumstand, dann Team wollte und so, keine Ahnung, aber... Ja, er war... Oh, was ist denn für eine Bulldogge hier? Er kam mir als der schwächste Gegner vor, aber irgendwie war er dann der stärkste im Endeffekt. So, ja, egal. Letzte Runde, Survival Games 7. Und hier kennen wir ja den ganz normalen Weg, hier wissen wir ja, was Sache ist. Ist alles ja ganz cool hier. Jetzt so ein Schnellfazit zur neuen Map Catching Fire. Wirklich sehr, sehr klein. Es ist wirklich die kleinste Survival Games Map, die ich je gesehen habe, glaube ich. Was die Blitze sollen, verstehe ich noch nicht so ganz, was die Blitze bedeuten. Ich denke mal, in den Kommentaren könnt ihr da auch wunderbar mir ein bisschen sagen, was das Ganze so auf sich hat. Und ob die Map wirklich so klein ist, vielleicht gibt es da noch eine zweite Ebene oder so. Wer weiß es so genau, vielleicht gibt es da noch eine zweite Ebene irgendwo, wo man hingehen kann, so unterirdisch oder so. Vielleicht kommt man auch sogar raus aus diesem ganzen scheiß Wald. Man weiß es ja nie so genau. So, da kommt schon ein Töp. The server is restarting in 5 minutes. Geil! Hier mach ich auf den drauf, geht kommt hinter mir her, okay. Seit wann haben wir das denn mal wieder, dass der Server restartet? Habe ich lange nicht mehr gehabt. 1. Irgendwann alle Zeit der Welt. 2. Und ab nach oben zum Eisenschwert. Ups, ups, ups. Kommt hier einer an? Nee, ne? Nee. Okay, aber ich glaube, die Arena sehen wir nicht mehr, weil der Server restartet. Entweder restartet der, weil er irgendwie gerade ein bisschen laggt, weil ich habe eigentlich selten diese Restarts gesehen vom Hive. Entweder haben die wieder umgestellt und die machen wieder 3-mal tägliche Restarts, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil das haben sie jetzt wirklich auch Monate hinweg geschafft, ohne Restarts irgendwie, oder halt das so zu machen, dass gewisse Server restarten an gewissen Momenten, die anderen aber nicht, aber man nie das Gefühl hat, dass der Server restartet. Also, wisst ihr, was ich meine? Es kam so eine Anzeige nie, die letzten paar Monate. Entweder ist es jetzt wieder anders oder die haben noch irgendein Problem festgestellt, dass ich irgendwie auch eben gefühlt habe, dass der Server eben so ein bisschen geleckt hat und vielleicht nicht ganz so gut lief. Aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich so stimmt. Naja, keine Ahnung. Ups. Auf jeden Fall werden wir gleich einen restartenden Server erleben. Das heißt, wer hat mich da gerade angeschrieben? Wer war das denn gerade?
Ach, Freaky Sun. Freaky Sun. Das heißt ja, wir werden die Runde nicht zu Ende spielen können. Ja, ist halt dann mal eine andere Runde gewesen. Catching Fire, Restarting Server. Hat so dieselbe Anzahl von Silben, glaube ich. Restarting. Nee, doch nicht. Eine weniger Catching Fire. Hihi. Wir gehen nochmal hier zum Strand. Sorry, Tier 2. Da ist aber schon jemand, der hat bestimmt schon Tier 2 geholt. Aua, ich fall von oben runter. Genau. Ist alles safe soweit? Obwohl noch 9 Tributes. Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Aber die... Okay, hier war schon jemand. Trotzdem, vielleicht kennt er nicht die Tattoo hier unten. Kennt er wohl. Erstmal wieder hier ordentlich rauskommen. Nicht so wie in der letzten Folge dann, dass hier einer Typ ankommt, der dann meint, uns immer wieder reinhauen zu müssen. Naja, also wie gesagt, sehr klein die Map. Aber ich glaube, die Map ist nicht so klein. Ich glaube, da ist noch irgendwo ein Haken in der Map. Vielleicht könnt ihr mir das mal sagen. Ansonsten, was die Blitze bedeuten, keine Ahnung. Der Spawn gefällt mir, ja, nicht ganz so gut. Das Wasser und diese Streben, diese kleinen Wege, die man hat, ich weiß nicht. Dass die Map so klein ist, finde ich gut, wie gesagt. Ansonsten, ich überlege, was ich noch sagen kann über die Map. Sehr viele Truhen, habe ich so spontan auch festgestellt. Aber die ersten beiden Runden liefen halt nicht ganz so gut, weil, wie gesagt, wenn man eine neue Map spielt, das war wirklich mein allererstes Mal jetzt auf der Map, und das ist immer so, wenn man ganz frisch drauf ist, bin ich am liebsten mit einem Teampartner unterwegs, einfach nur, damit man sich da ein bisschen besser absprechen kann und auch ein bisschen bessere Chancen hat, weil so eine neue Map ist immer so, man weiß halt nichts, ne? Und, ja, das kann zu einem Problem werden, hat man eben auch gesehen. Was hier jetzt wieder anders ist, hier weiß ich, wo was ist, deswegen überlebe ich ja auch relativ lange. 8 Spectator und der Server Reset jetzt gleich auch noch, das ist ja scheiße. Hätte gerne die Runde zu Ende gespielt, weil ich bin eigentlich relativ gut ausgerüstet. Ja, also ich denke, der Hive hat auf jeden Fall umgestellt auf eine andere IP, also play.hivemc.com. Warum auch immer, vielleicht wenn ja jemand Informationen. Jo, Merlin Petersen. Hey Merlin Petersen. Was willst du denn? Merlin. Siehst du irgendein Phantom oder so? Merlin. Ich bin der Zauberer. Komm her. Oh, der gibt mir aber ordentlich einen mit, ja. Da bin ich tot, warum auch immer ich das gerade gemacht habe. Aber ich fand den Merlin irgendwie gerade relativ amüsant. Ja, ich bin heute ein bisschen so unterwegs, dass ich irgendwie, keine Ahnung. Ja, restartet sowieso jetzt. Ich hätte auch noch warten können, weglaufen können irgendwie jetzt auf den Restart. Oh, da bin ich schon draußen. Wunderbar, eine Datenübertragung. Wunderbar, läuft ja. Ja, liebe Leute. Ich gehe mal kurz sagen, das Ende mache ich auf unserem Server mal eben. Oh, ich muss nach oben gucken, bevor ich irgendwie jetzt was zeige, was ich nicht zeigen darf. Ah! Schnell zum Spawn. Okay, alles klar. Oh. Ja, das Ende war jetzt nicht ganz so geil. Irgendwie habe ich mich ziemlich doof angestellt. Also, ich dachte, vielleicht kann ich dem Typen mit der Angel einen reinhauen, dem Merlin, aber dann hat er sich dann doch so elegant weggedreht. Auf einmal war er auf einmal da. Also, er war auf einmal da. Von da habe ich das Gefühl gehabt. Deswegen lief es nicht ganz so gut. Aber es gibt nicht immer gute Tage. Heute, wie gesagt, ich muss schnell aufnehmen. Ich bin auch wirklich so in Eile, denn dann kann man das auch nicht ganz so genießen, wie man es sonst immer macht. Und dann spielt man auch sofort hektisch und irgendwie auch nicht ganz so gut und so weiter und so fort. Und ja, ihr merkt schon, ich rede mich ein bisschen raus. Aber zu Recht, weil es ist die Wahrheit. Ja, genau so ist es nämlich. Ansonsten, ne, und so. Ja, am Dienstag kommt dann die erste kleine Fragerunde und am Dienstag erkläre ich auch was ganz Cooles. Ich habe mir nämlich eine neue Idee ausgedacht. Aber dazu mehr am Dienstag. Das werde ich dann noch wundervoll erklären. Ansonsten erstmal für heute tschüss. Und ja, mit dem Bild verabschiede ich mich. Warum hat Julia denn keinen Mund? Warum hat die denn nur... Okay, ja, okay. Dann auf Wiedersehen, bis Dienstag. Hauen Sie rein, bis dann. Tschüss.